Um anzufangen, wollen wir die Achtsamkeit ein paar Momente auf den Atem lenken, um den Geist zu sammeln. Und jetzt bitte mir nachsprechen. Möge ich frei sein von Feindseligkeiten. Möge ich frei sein von. Dazu gehört jetzt die Überlegung und das Kontemplieren, ob die eigenen Gefühle häufig oder manchmal mit Feindseligkeiten behaftet sind. Feindseligkeiten brauchen nicht ganz starke Passionen zu sein, sondern können einfach Ablehnungen sein, Widerwillen, Ärgernisse, nicht mitmachen wollen oder auch das Empfinden, dass ein anderer nicht wertvoll, nicht richtig handelt, nicht gut ist. Alles das sind Feindseligkeiten. Habe ich die? Oder bin ich immer von Liebe erfüllt? Habe ich sie? Was tun sie mir an? Machen sie mich glücklich oder unglücklich? Machen sie andere glücklich oder unglücklich? Möchte ich sie loslassen? Wie kann ich das am besten tun? Sind diese Feindseligkeiten spontan, impulsiv oder habe ich eine bestimmte Feindseligkeit in mir, die ich immer wieder hervorhole? Auch das ist wichtig zu erkennen. Wie weit möchte ich meines eigenen Glückes Schmied sein und alles Negative einmal total verlieren, total loslassen? Möge ich keinem Lebewesen Schmerzen zufügen. Dabei handelt es sich natürlich nicht nur um körperliche, sondern um emotionelle, mentale Schmerzen, die durch unsere eigenen
Negativitäten hervorgerufen werden. Und mit Lebewesen ist alles gemeint, was Bewusstsein hat. Vom kleinsten Insekt zum größten. Selbstverständlich haben wir am meisten Beziehung zu anderen Menschen. Und wir können hier bei dieser zweiten Kontemplation unsere zwischenmenschlichen Beziehungen einmal anschauen. Wie weit sind sie von Ich-Behauptung geprägt? Wie weit sind sie von Liebe und Hilfsbereitschaft geprägt? Wie weit bin ich nur mit mir selbst beschäftigt? Wie weit denke ich an andere? Und wie klar ist es mir, dass jedes Lebewesen das Gleiche sucht, was ich selbst suche? Inneres Glück, inneren Frieden. Wie weit bin ich bereit, dabei zu helfen? Möge ich frei sein von allen Schwierigkeiten. Möge ich frei sein von allen Schwierigkeiten. Das ist eine Bestätigung von der Freundschaft und der Liebe für sich selbst. Diese Bestätigung der Liebe für sich selbst macht dann natürlich auch eine Begegnung mit der Liebe für andere möglich. Ist die Grundlage und Ursache dafür. Und hier wäre es wichtig zu untersuchen, wie weit verstehe ich schon, was mich selbst lieben bedeutet. Was es bedeutet, Schwierigkeiten fallen zu lassen. Welche habe ich?
Möge ich fähig sein, mein eigenes Glück zu beschützen. Möge ich fähig sein, mein eigenes Glück zu beschützen. Hier ist ein ganz wichtiger Punkt angesprochen, nämlich, was verstehe ich unter meinem eigenen Glück? Ist es etwas, was jederzeit in Gefahr ist zu verschwinden oder sich zu ändern? Oder habe ich schon gesehen und gespürt, dass es eine andere Art Glück gibt, die im Herzen verankert ist? Wo sehe ich mein Glück? Wie beschütze ich es? Mögen alle Menschen frei sein von Feindseligkeiten. Mögen alle Menschen frei sein von Feindseligkeiten. Hier wünschen wir anderen dasselbe, was wir uns selbst wünschen. Aber es darf nicht beim Wünschen bleiben, sondern wir wollen die Verantwortung übernehmen, dass wir selbst lernen, wie man davon frei wird, von Feindseligkeiten. Und es daher durch Beispiel und Hilfestellung auch vermitteln können. Nur dann hat dieser Wunsch eine Basis und eine Grundlage. Mögen alle Lebewesen sich gegenseitig keine Schmerzen zufügen. Mögen alle Lebewesen sich gegenseitig keine Schmerzen zufügen. Auch hier gilt das Gleiche, dass wir den Wunsch haben, dass Glück und Frieden auf der Welt herrscht, aber es nur möglich ist, dass wir etwas dazu tun, wenn wir es in uns selbst gefunden haben.
Denn jeder von uns ist ein Teil der Welt. Und dadurch, dass wir es finden, besteht etwas mehr Glück und Frieden in der Welt. Wir wünschen anderen das gleiche Glück, den gleichen Frieden, den wir auch gefunden haben oder finden können. Und dadurch erkennen wir unsere Zusammengehörigkeit, unsere Interaktion, unsere Verantwortung und merken, dass wir nicht nur für uns selbst praktizieren. Mögen alle Wesen frei sein von Schwierigkeiten. Mögen alle Wesen frei sein von Schwierigkeiten. Widerspricht unser Herz die Lebewesen und Menschen um uns herum an. Aber nur kann das eine Wirkung haben, wenn unser Herz schon gelernt hat, loszulassen. Und dadurch weiß, was es bedeutet, ohne Schwierigkeiten zu sein. Diese Wünsche für andere sind auch eine Herausforderung für unser Mitgefühl. Wie viel Mitgefühl haben wir für unsere eigenen Schwierigkeiten und dadurch auch für die Schwierigkeiten anderer? Mögen alle Wesen fähig sein, ihr eigenes Glück zu beschützen. Mögen alle Wesen fähig sein, ihr eigenes Glück zu beschützen. Das fordert uns auf, andere Menschen und andere Wesen Glück nicht anzugreifen, in keiner Weise zu stören oder zu zerstören. Und es fordert uns auf, das Glück anderer, die gleiche Wichtigkeit beizumessen wie unserem eigenen Glück. All das sind Übungswege für die Läuterung des Herzens. Wie weit habe ich so etwas schon geübt? Wie weit kann ich es? Wie weit will ich es?